Wie es aussieht, scheint es mit Stream zu gehen. Also bis jetzt ist jedenfalls nichts laggy. Das ist jetzt hier das Testlevel, weil ich das sowieso schon aufgenommen habe. Jetzt möchte ich bloß noch meinen eigenen Sound erstellen. So. Also ich habe jedenfalls keine FPS-Einbrüche bisher. Ich probiere aber nochmal kurz das komplette Level durchzuspielen und wenn es durchgehend klappt, dann werde ich mal dein Level probieren. Also übrigens, ich glaube, du hast noch nichts gesagt jetzt, oder? Seit ich die Übertragung angemacht habe. Nein, ich glaube, nee. Ach ja, dieser Bug, der nervt mich auch noch. Okay, gut, aber es hat bis jetzt geklappt, also werde ich es letztes Mal so lassen. So. Ja. Gut, ich werde jetzt mal versuchen, ein Online-Level zu spielen. Und zwar das von Stevels Gaming. So, Find Levels. Wie hast du es genannt? Hallo? Super, einfach nochmal das Stevel. Mal was rauskommt. Stevel eingeben, okay. Stevel Foxy Quartz. Okay, dann ist nicht das, ich schreib's mal. Ja. Okay. Sollte eigentlich hochklar sein. So, Stevel Spikes, alles klar. Na dann wollen wir mal. Play. Loading Level. Okay, das Loading Level hat schon mal funktioniert. Im Gegensatz zum letzten Mal. So, Stevel Spikes. Das sieht ja schon lustig aus. Aha. Okay. Das ist schaffbar. Kann ich mir vorstellen. Was haben wir denn hier? Schein? Aha. Aha. Wow. Das mit dem Schild ist es nicht, was mit dem Land verbrannt. Die Idee hatte ich übrigens dank Link X2's Video, weil ich da was gesehen habe. LOL? Achso, stimmt, Stacheln wirken ja gegen. Quatsch. Schild wirkt ja gegen Stacheln. Das habe ich ja in dem einen Video auch mal gesehen. So, okay, gut. Damit habe ich den ersten Checkpoint erreicht. Na, super. Und ich nehme an, ich soll das Schild weiterhin benutzen. Okay. So, damit habe ich den nächsten Checkpoint erreicht. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ach so, das ist...
Da unten sind auch nochmal Stacheln. Und habe ich das richtig gesehen? Das ist ein Geheimgang. Ach, das sind Teddy-Spawner. Okay, da komme ich nicht vorbei an den Teddy-Spawnern. Gut. Hallo Big Eye, was auch immer du willst. Also ich weiß, Steve, du magst es. Teddys zu haben, aber musst du immer so übertreiben? Da müsste man perfekt durchgehen, um das Ganze zu kriegen. Naja, gut, okay, das ist ja auch scheißegal, muss man ja nicht holen. Was soll ich mit so vielen E-Tanks und M-Tank? What the fuck? Wieso sind jetzt die Uhr. Achso, die waren schon immer da, ne? Moment mal. Okay, ich komme nicht mehr zurück. Ach, das sind Laser, natürlich. Was habe ich auch anderes erwartet? Mist. Okay, das geht schon mal so nicht. Aber schön, dass du mir haufenweise 1000 Leben gibst, die ich nicht brauche. Okay, was mache ich gegen euch? Damn you. So. Okay. Wird aber schon besser. Ich habe ihn berührt, oder? Ja. Das war offensichtlich. Ach, das Ding geht ja nach oben. Nett.
So. Okay, netter Bosseingang. Das kann man schon mal gegen die ganzen Tillys machen, daran habe ich gar nicht gedacht. Wow, okay, hier habe ich Low Gravity. Hat das gerade Schaden gemacht? Ja. Das ist interessant. Huh. Okay. Also die Tellys, die sind überhaupt nicht übertrieben. Nein, nein. Aha, das funktioniert ja nicht mal. Okay, ich muss farmen. Oh, es funktioniert sogar ziemlich gut, merke ich gerade. Joa, ich brauche nur gleich noch ein bisschen den Farm da. So. Willst du wissen, was seine Schwäche war? Plant? Nein. Was dann? Schein. Und seine eigene Schüsse zurückwerfen. Ah, okay, cool. Ja, Und die gleichzeitig gegen die Tellys dann rein. Also ich muss sagen, mir hat das Level schon irgendwo gefallen. Es war ziemlich verrückt. Und ich muss es mir jetzt noch mal kurz angucken. Ich hab da halt noch keine Ecke, das nur nicht vollständig ist, da das Level noch ein bisschen zu kurz war. Und wenn du übrigens eine Waffe drückst, ist das vielleicht nicht offen. Das Easter Egg ist noch nicht vollständig?
Ich verstehe dich kaum, weil du zum einen ja ein bisschen leise bist und zum anderen ja. Am besten du schreibst es mir, dann kann ich es auf jeden Fall sehen. Wobei mein Chat irgendwie auch gerade nicht die ganze Zeit connected, also vielleicht das Schreiben auch nicht gut. Ach so, ja, das finde ich ziemlich cool. Ja, gut, damit wäre, habe ich das Level geschafft. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das Secret schon beim ersten Mal entdeckt habe. Allerdings wollte ich jetzt nochmal nachgucken, ob ich was übersehen habe. Ja. Nettes Level. War witzig und interessant. Es ist auf jeden Fall eins von der Sorte, ich zeig dir, wie Mechaniken funktionieren. Ja. Gut. Dann war es das für diesen Level. Und ich spiele dann im nächsten ein anderes Level. Tschüss.